ABK hat ein neues Video hochgeladen. Montana Black mag mich und ich ihn auch. Hihi, aber ich muss den trotzdem ein bisschen bechbär. Sorry, Bro. Let's go. ABK hätte die Twitch-Szene von Monte reinschneiden sollen, wo er sagt, dass Booster Abzocker und Schmutz sind. Und dann im nächsten Clip, wie er sagt, ich bin mit Gamers Only Partner geworden. Hä? Doppelmoral? Wer? Nee, Booster, also ich persönlich halte überhaupt nichts von Booster. Ja gut, innerhalb von einem Jahr kann man da mal überdenken, wenn es genug Geld gibt. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Gamers Only ist ab sofort mein Partner. Ein Fokus Booster. Von Gamers Only. So, den Fans von Monte ein bisschen Nähe und Sympathie vortäuschen, damit die mich auch feiern. Check. Ich mag Monte wirklich. Der hat auch unnormal korrekt auf mein Video reagiert. Ich küsse den Achillowi dafür. Der Bruder ist mit uns, der ABK Army, so. Das heißt auch, dass dieses Video jetzt gerade kein Beef-Video ist, auch wenn gerade draußen Apo, das heißt erstes Red? Junge, Apokalypse, habe ich gesagt. Geh mal bitte wieder Massagen verteilen. Aber nein, Monte, stopp. Geh mal bitte Massagen verteilen. Hä? Ich dachte, Hero Brian hat Carina massiert. Auch auf Transen genauso wie ich, deswegen. Ich mag ihn. Aber wir müssen jetzt. Ich stehe auch auf Transen. Trotzdem kurz. Lieber Monte, genauso wie du mich konstruktiv kritisieren kannst und ich mich auch dieser Kritik annehme und entsprechende Konsequenzen folgen, würde auch ich dich gerne auf einiges hinweisen. Zumal du in deinem letzten Video über mich auch meintest, dass dir meine Kritik nicht tiefgründig genug war. Zum Beispiel diese Online-Casinos wissen, dass ihr die so leicht dribbeln könnt, gönnen die sich richtig, indem die damit werben, dass die Motto nur Nutzer aus Schleswig-Holstein einladen. Ja, ist ja klar, ja, dass ja, einfach ja, die ja. meisten angeben, dass die aus Schleswig-Holstein sind, klar, aber in Wirklichkeit woanders leben. Und man muss auch nicht angeben, dass man aus Schleswig-Holstein kommt, sondern man kann sich auf den Seiten ganz normal anmelden mit Wohnsitz beispielsweise Niedersachsen und dann ganz normal spielen. Also man muss nicht Daten fälschen, um dort spielen zu können. Ja, aber genau das ist ja dann faktisch verboten. Warum zeigen denn überhaupt so eine Werbung mit diesem schnellen Hinweis, dass das nur für Leute Schleswig-Holstein zugänglich ist? Dieses Aufrufen bzw. den Zugang zu der Seite für alle Bundesländer zu sperren. Warum wird damit quasi schon geworben, dass... Hat Scooter dafür Werbung gemacht, Digga? Hat HP Baxter... Digga, hat der dafür Werbung gemacht? Was nur für Leute mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein gilt. Nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein. Hyperino! Ich mach das so ganz... Ach, Digga, Mann. Mann, Alter, Respekt. Ab dafür. Schnell so. Nur Schleswig-Holstein, damit ich so kurz geil werde und dann wirst du so ein extra draufklicken. So machen die. Also, ABK, lass mir dir bitte eins gesagt haben, ja. Aber Ingame-Artikel in dem Video als Zitatquelle bzw. als Beweismittel gelten zu lassen, ist ungefähr so für einen Vollblut-Moslem bei McDonald's ein Big Tasty Bacon mit Speck zu bestellen und den Speck runterzunehmen und zu sagen, das ist Halal. Bruder, bist jetzt auch Ex-Moslem geworden. Also, Digga, das ist aber jetzt schwierig, Bro. Dass du mir über Halal und Halal reden willst, oder was? Ich küsse doch... Immer schwierig, so eine Aussage zu treffen, Alter, wenn man selber kein Moslem ist, wa? Oder? Ach, ich hab doch keine Ahnung von Religion, mir ist da alles egal. Dein Auge, warum gehst du auf das Unwichtigste ein und nicht auf die verheuchelten und widersprüchlichen Aussagen von Knossi? Fakt ist, dass Knossi viel Geld verdient. Wie viel der jetzt genau verdient, ist nicht so wichtig wie die Tatsache, dass er durch sein Verhalten aktiv oder manche sagen auch vielleicht indirekt, wie so Casino-Sachen wirkt. Seine Meinung zu Knossi ist seine Meinung. Erstmal muss ich dazu aber... Seine Meinung ist seine Meinung. Das müssen wir hier an der Stelle erstmal ganz klarstellen. Sagen, dass Knossi kein Werbedeal mit einem Casino hat. Bruder, willst du mich verarschen? Ich sag mal, der hat kein Casino-Deal. Warum wurde dann damals dir eine Zeit lang... Wollte ich gerade sagen, hat doch Knossi Casino, oder? Das Casino nach dem benannt. Der trägt sogar T-Shirts von diesen Casinos. Aber zu behaupten, Knossi würde es nicht jucken, wenn er 100.000 Euro verliert. Also ich weiß nicht, in welcher Welt ABK lebt, aber... Bruder, seit wann legen wir jetzt jedes Wort auf die Goldwaage? Entweder ja, versuchst du ja, jetzt ja, meine ja, eigentlichen ja, Aussage ja. auszuweichen, oder du hast mich nicht verstanden. Aber jetzt hier irgendwelche Haarspalten... Nee, ich hate Monte überhaupt nicht. Ich check nur, also ich bin halt nur kritisch so gegenüber diesem ganzen Glücksspiel-Ding so. Also keine Ahnung. Ich meine, ich denke mir immer so, yo, lass die Leute machen, aber ich sehe da halt immer das Problem mit der Vorbildsfunktion und immer wieder halt die Gefahr der Sucht. So, wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich würde von mir behaupten, ich bin ein willensstarker Mensch. Aber trotzdem bin ich süchtig gewesen nach Fortnite und Minecraft. Was sagt das über die Menschheit aus? Versteht ihr, was ich meine? Alles, was ich euch hier sagen möchte, ist an der Stelle, anstatt euer Geld im Casino auszugeben, da spendet es doch lieber Monte. Rein wegen Subjektivität zu führen, bringt uns auch nicht ans Ziel. Bei dem Eigentlichen ging es mir hier darum, dass ein Knossi sagt, der möchte ja niemanden zum Zocken animieren und so. Der hat das ja früher immer nur gerne gemacht, der kennt nichts anderes. Wenn du ja immer schon privat für dich ein Zocker warst, bekommt das ja auch niemand mit. Dann werden halt vielleicht nur die Leute aus deinem privaten Umfeld mit in den Abgrund gerissen, ja. Wenn du dich damit irgendwie beeinflusst. Aber wenn du da... Keine Ahnung, ich fände es halt einfach geil, Casino-Streams zu machen auf eine andere Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine? So einen von wegen... Ja, Digga, mach halt Casino, aber halt ohne Echtgeld. Ich weiß, dann fehlt so ein bisschen der Reiz,
Aber ich. Kein Plan, Mann. Ich fände es halt cool, wenn es einen Deckel gäbe. So weiß ich nicht. Du kannst im Monat maximal 500 Euro da ausgeben und das war's halt so. Und wenn nicht, dann musst du dich wieder bei einer anderen Seite registrieren. Ja, bla bla bla, irgendwie sowas. Aber wenn es da halt nicht um Echtgeld gehen würde, sondern einfach nur um das Spiel an sich ist ja geil. So, das macht ja Spaß, dazu zu gucken. Das ist ja wirklich so. Aber es liegt halt, es hängt halt immer dieser Rattenschwanz von Echtgeld dahinter. Wisst ihr, was ich meine? 500 Euro ist auch viel, du Kelp. Keine Ahnung, was soll ich sagen, Leute? Ich bin entfremdet. Geld ist für mich nur noch Papier. Ich bin Simon Unge. Wenn du das ja auf einer öffentlichen Basis machst, dann ist... Den Deckel gibt's eh ab Januar. Ach so, das kommt tatsächlich. Das ist ja deutlich schwerwiegender und genau um diesen Punkt geht's mir ja. Und auch allein, dass ein Knossi schon überhaupt so ein Statement mal gebracht hat, zeigt ja, dass er schon anscheinend ein paar Mal dafür kritisiert wurde. Weil ich denke jetzt nicht, dass er einfach so aus eigenen Stücken so ein Statement gemacht hat. Ja, und da ist jetzt halt einfach das Problem, was ich auch in dem Video hatte, dich als Ehrenmann darzustellen, beziehungsweise zu sagen, jo, ist doch nicht so schlimm, was ich gemacht habe, beziehungsweise Lootboy ist doch kein Problem, weil man muss da ja kein Geld investieren. Man kann Aufgaben erfüllen, um dann Sachen und Packs aufzumachen. Digi, ich kann auch Werbung für Casino machen und die Leute kriegen gratis Freispiele, ohne einzuzahlen. Ist es dann in deinen Augen auch korrekt? Weil es ist ja im Grunde das gleiche Prinzip wie bei Lootboy, oder? Naja, Casino fixt halt an und ich glaube, Lootboy ist was anderes. Oder Lootboy ist halt so, Lootboy ist auch ein bisschen Gamble, aber da steht halt ein ganz anderer finanzieller Einsatz irgendwann hinter. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es keinen gibt, der bei Lootboy, keine Ahnung, ein Haus verzockt oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Weil ja auch der Outcome, den man potenziell gewinnen kann, bei Lootboy viel geringer ist. Wow, yo, vergleichen die mir allen Ernstes jetzt Lootboy mit Casino? Als ob es jetzt für Lootboy so Suchtgruppen gibt. Dann wäre ich ja damals, als es zum Pokémon-Karten ging, ebenfalls süchtig gewesen. Da habe ich mir schon Pakete gekauft, für die ich monatelang Geld gespart habe. Und da war der richtige Scheiß. Ich schwöre bei Gott, bei dieser Attacke verwirrt er jeder mit einer einzigen Aussage. Wird zum Huren so. Ist drin. Das ist Lootboy. Und in den Lootboy-Packs hast du Gutscheine gezogen, beziehungsweise Karten gezogen, um auf jackpot.de. Das ist auch scheiße. Das ist alles schwierig und scheiße so. Auch da wieder. Das ist auch anfixen zum Glücksspiel. Ne? Klar, safe so. Zu spielen. Aber jetzt hier, wenn ich halt im Chat lese, Doppelmoral hin oder her. Ey, Real Talk, ich sag euch eine Sache. Man kann mir safe Doppelmoral unterstellen. Man kann Monte Doppelmoral unterstellen. Man kann ABK Doppelmoral unterstellen. Wir alle ändern irgendwann unsere Meinung. Oder wenn wir ganz ehrlich sind, ändern wir spätestens dann unsere Meinung, wenn das fette Geld reinkommt. Das ist einfach so. Das ist Real Talk so. Also spätestens dann änderst du deine Meinung. Das ist Real Talk einfach wirklich so. Das kann keiner denyen. Wir sind alle Individuen, die irgendwo finanziell Interesse haben. Und sobald irgendwer daherkommt und fett Geld zahlt, ja natürlich sagen wir dann und versuchen dann irgendwie hier und da das irgendwie gut zu heißen und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt normal. Also es gehört mit dazu, dass man Meinungen ändert und das ist nicht automatisch eine Doppelmoral. Checkt ihr, was ich meine? Wir machen Parallelsaleme. Das Ganze wird hier dann nochmal untermauert. Knossi Casino, 1 Million Freischips. Es geht hier nicht ums Zerstören, gar nicht, Digga. Ich mag ABK und ich finde in vielen Sachen, die er in dem Video gesagt hat und auch noch sagt, hat er recht. Und Leute, jetzt mal ehrlich, ich bin zwar schon ein Spasti, ne? Aber für wie dumm haltet ihr mich eigentlich? Denkt ihr jetzt, wenn ich wirklich gewusst hätte, dass Lootboy für so Casinos Freispiele bietet, dass ich dann ein Video gemacht hätte, in dem ich irgendwelche Casino-Streamer kritisiere? Der Widerspruch ist doch so offensichtlich, ich will mich doch nicht selber ficken. Ich muss hier nämlich an der Stelle zugeben, dass ich das gar nicht wusste. Das ist auch mal so ein Sinn, so ein Ding. Teilweise hat man auch keinen Überblick, wirklich. Also teilweise ist man einfach dumm und nimmt die Sachen an. Das ist so. Das ist so. Nichtwissen schützt vor Strafe nicht. Ja, ja, ist so. Ich habe damals irgendwelche Super Mario-Bilder geschickt. Danke für die Subs. Ich bin direkt schwach geworden, habe das Placement direkt angenommen. Was aber jetzt auch natürlich kein Argument ist. Ich bin selber schuld, ich bin ein Spasti. Guck mal, bei mir weiß ja jeder, dass ich YouTube nur wegen dem Geld mache. Aber trotzdem mal so quasi... Same. Kino-Werbung oder so Dating-Apps, also Sachen, die euch eigentlich schaden können, ablehnen. Und als ich das mit Lootboy jetzt dank Montag... Oh, Dating-Apps sind aber geil, wenn man mal... Partner Black hier erfahren habe. Wunder, ich habe denen geschrieben, ciao, Kooperation mit denen direkt beendet. Auch wenn das jetzt Geld war, was ich in meinem Leben noch nie mit YouTube verdient habe und ich natürlich auch dieses Geld gebrauchen könnte, weil ich bin Marokkaner, ich brauche immer Geld. Aber ich wusste nicht, dass man durch Lootboy an Casinos rankommt. Weil die ja zu mir meinten, ja, die App ist ab 16, dies, das. Aber ich wusste ja nicht, dass das irgendwelche Ingame-Sachen hat, die dich dann weiterverleiten auf irgendwelche anderen Sachen. Und weil ich eben meinen Prinzipien treu bleibe, habe ich die Kooperation direkt beendet. Weil was wäre ich denn für ein Hurensohn, wenn ich andere Leute für sowas kritisieren würde, aber auf...
auf der einen Seite dann selbst dafür bewusst Werbung mache. Ihr werdet von mir also keine Lootboy-Werbung mehr sehen und auch keine Apps, die irgendwie indirekt bzw. versteckte Casino-Werbung machen. Sowas wird es auf meinem Kanal niemals geben. Und wenn es das jemals geben sollte und ich das erfahre, mache ich ein Video gegen diese App, die mich angeschrieben hat. Weil jede Firma, die mich anschreibt, ihr gottverdammten Missgeburten, immer sage ich euch, ich mache keine Werbung für so eine Scheiße. Aber wenn ihr mir diese hintenrum macht, Wadler, wenn ich mache Werbung, ich nehme euer Geld. Wenn ich dieses Geld bekommen habe auf Konto, mache ich ein Video gegen euch und behebe eure App. Auch hier eine Sache nochmal. Ich habe ja zum Beispiel jetzt die Kampagne mit PokerStars gemacht. Für den, die heißt ja I'm All In. So, und da geht es ja darum, dass ich quasi sämtliche Sachen nehme, meine ganze Zeit investiere, um was Neues zu lernen, nämlich Kochen. So, da habe ich natürlich auch lange hin und her gelegt. Kann ich sowas machen? Da war es aber dann wiederum so, dass es halt nur der Free-to-Play-Bereich ist. Da ging es halt nicht um Echtgeld und sowas. Wisst ihr, was ich meine? So, und da musste ich dann auch natürlich viel hin und her überlegen, kann ich das machen? Aber auch da wieder, ich fand es halt irgendwo tatsächlich nice, weil ich mache halt drei geile Content-Pieces für euch, wo ich kochen lerne. Und auch wieder an der Stelle, Pokern ist, glaube ich, was ganz anderes als normales Glücksspiel, weil Pokern ist natürlich auch, du hast einen Einfluss auf das Spiel. Und ich will das jetzt hier gar nicht gut reden. Es ist auch schon problematisch, verstehe das. Aber der größte Faktor, Digga, die haben einfach gut gezahlt. Das ist, ich muss es einfach ehrlich sagen, es ist einfach so. Es ist wirklich so. Ich spiele selber Privatpoker. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe schon sehr, sehr viel bei so Pokerturnieren gespielt. Ich habe sogar schon Pokerturniere gewonnen irgendwo auf der Dreamhack und sowas. Ich saß mit Elki an dem Tisch. Ich habe fucking mit Knossi. Ich habe sogar gegen Knossi Poker gewonnen damals bei Let's Play Poker. So, das ist was anderes. Wisst ihr, was ich meine? So, wie viel sage ich euch jetzt hier nicht? Das geht euch nichts an. Aber es ist nice, Geld ist wichtiger. Nein, 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 das, ich will das jetzt ja gar nicht gut reden. Ich sage nur, dass ich da, man muss halt da eine Linie ziehen wahrscheinlich, oder? Eine Linie ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So ist es. Let's Play Poker damals. Ich mag Poker. Ich mag Poker. Ich mag Poker wirklich. Er hat recht, natürlich. Ne? Casino kann gefährlich sein. Aber das, was er da jetzt sagt, ist natürlich auch das schlimmste Beispiel der Beispiele. Wie in vielen anderen Sachen auch. Das kann bei Kiffen sein, das kann bei Alkohol sein, das kann beim Glücksspiel sein. Revi arbeitet in der Baumbranche, alles gut. Ja, was sind das bitte für Beispiele? Wir wissen doch schon, dass diese Dinge, die du da jetzt genannt hast, Süchte hervorrufen können. Aber hier geht's. Warte, will er jetzt sagen, dass Alkohol süchtig macht oder Kiffen? Jetzt reicht's aber. Es geht doch um die YouTuber, die Werbung für verwerfliche Dinge machen. Und dass da am ehesten das Casino in Betracht kommt, ist ja klar. Oder sollen jetzt etwa noch YouTuber Werbung für Gras und Alkohol machen? Am Ende ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Der eine fängt an zu zocken, hat das gut unter Kontrolle. Der andere hat es nicht unter Kontrolle. Da mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die Casino-Content machen oder Casino-Werbung oder Casino-Streams oder Videos. Dann mit immer auf den Finger mit den Leuten zeigen und sagen, ah, du bist daran schuld. Bin ich nicht so ein Freund von. Naja, aber es macht es halt mehr public so, ne, und mehr zugänglich für jüngere Leute. Darum geht's doch gar nicht. Ich hab doch nicht mal gesagt, dass ein Knossi für den Absturz aller Menschen schuld ist. Du hast doch noch selber ein paar Sekunden zuvor gesagt, dass du mir zustimmst, dass Glücksspiele sehr gefährlich sein können. Und man sogar am besten gar nicht damit anfangen soll. Glücksspiel kann sehr gefährlich sein. Und am besten ist es natürlich, gar nicht Glücksspiel zu betreiben. Da bin ich ganz mit LBK so. Aber gleich darauf sagst du im Folgesatz, dass du das scheiße findest, wenn man mit dem Finger auf die Leute zeigt, die dafür Werbung machen. Dann habe ich jetzt eine Frage an dich, Monte. Begünstigt die Werbung von YouTuber für Casinos den Punkt, dass die Leute erst gar nicht damit anfangen? Oder fördert es ihn? Oder? Bitte, wir sind doch so. Also warum reden wir jetzt um den heißen Brei herum? Ja, mit Finger zeigen, bla bla. Wenn man doch deiner Aussage zufolge gar nicht erst mit diesem Glücksspiel anfangen soll, warum sollte dann dafür geworben werden? Denn letztendlich sollte jeder selber für sich wissen, was gut ist und was nicht. Und am Ende sind es nicht die Ja, aber ein Suchtkranker kann nicht entscheiden, was gut ist und was nicht für ihn. Suchtkranker geht seiner Sucht nach. Casino-Streamer, die das Geld in den Automaten tun, dass der Typ verspielt, sondern es ist der Typ selber. Ey, Hoya, ja, Bro, ist das dein aber Ernst? Du willst mir jetzt wirklich sagen, dass wenn jetzt zum Beispiel du ein Drogendealer aus Rotterdam bist und mir ein bisschen Koks verkaufst ja. Und mir dann das Zeug in die Nase baller, dann willst du mir jetzt wirklich sagen, dass du definitiv keine Teilschuld daran trägst, dass ich diese Drogen konsumieren werde, sie immer und immer wieder konsumieren werde und früher oder Guter später Punkt. Aller Voraussicht nach in eine Drogensucht falle, weil ich... Aber jetzt auch hier wieder Koks mit Casino zu vergleichen, ne, auch wieder. Ja, deiner Aussage zufolge derjenige bin... To be honest, weiß ich nicht, was süchtiger macht, ob es Koks oder Casinos, ich kann da nicht zu sagen. Der sich das Zeug selber in die Nase geballert hat. Und du wärst an deiner Logik nach kaum an meinem Absturz schuld, geschweige denn dafür irgendwie rechtlich belangbar. Ja, William, man merkt, dass du kein Moslem bist. Das ist klar, Digga, das ist halt, wie das Wort beinhaltet, Glücksspiel. Du spielst und entweder du hast Glück oder du hast kein Glück.
Ja. Nee. Es sind ausgeklügelte Algorithmen dahinter und die Leute, die denken, dass die gerade eine Glückssträhne haben, sind einfach nur diesem Algorithmenprinzip des Automaten verfallen und verstehen nicht, dass sie gerade einfach, ja, quasi an einer günstigen Position stehen. Das ist aber nichts mit Glück. Das ist tatsächlich meistens einfach nur berechnendes Kalkül des Betreibers. Als ob ich das jetzt nicht wusste, Leute. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was Glück... Also zumindest bei den Automaten, ne? Glücksspiel ist und wie man sogar sowas berechnet, ohne dabei Geld zu verlieren, dann abonniert meinen Nachhilfekanal, weil da werde ich euch eines Tages mal Wahrscheinlichkeitsrechnung näher bringen und dann seht ihr, wie das wirklich läuft. Naja, das Problem, was er gerade anspricht, ist ja ein YouTube-Problem, würde ich jetzt mal sagen, dass bei YouTube Sexwerbung kommt, habe ich auch nie verstanden. Und dass deine Cookies gespeichert werden, also wenn du, keine Ahnung, bei Nike auf der Seite bist oder whatever und dort shoppst und später irgendwo bei Facebook oder YouTube unterwegs bist, kriegst du diese Werbeanzeigen an der Seite wieder. Das war ja schon immer so. Oh Mann, das ist so traurig. Viele Leute begehen Suizid. Das war ja schon immer so. Ja, und jetzt ist in Ordnung. Was? Wenn du diesen Punkt schon aufgreifst, dann gehört da angeprangert. Nicht einfach so, ja, es ist immer so. Es gibt auch so andere Sachen, wie zum Beispiel unnötig überteuerte Energydrinks, für die YouTuber Werbung machen. Am Ende hast du halt runtergerechnet, ne? Eine Portion, die du dir machst für 56 Cent. Ne? Wenn du dir jetzt eine Dose Red Bull Energy kaufst, ist es doppelt, dreifach so teuer. Aber du kannst ja auch Red Bull nicht mit einem Pulverzeug vergleichen. Also ich bin als einziger offizieller Red Bull-Partner, ich habe mir das ausgesucht und Cent wird anders geschrieben, Chat, nicht mit C, nicht mit Z, Digga, nicht mit Z. Und also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass man das nicht auch vergleichen kann. Ich glaube, das ist all in all not nice und to be honest, finde ich das auch nochmal ein bisschen schwieriger, weil das Pulver kannst du dir halt selber dosieren und knallst du dir mal ein bisschen mehr rein, ein bisschen weniger. Red Bull zahlt tatsächlich auch nicht besser als jetzt so ein Performance-Dude hier. Ich finde einfach nur, dass die ganze Brand an sich einfach mir fittet, weil die machen Musik und Extremsport und sowas, alles Sachen, die ich mag. Und Gamers Only ist halt nur für Gamer. Ich bin nicht nur Gamer, ich bin auch DJ. Und hast noch weniger, also... Was ist das für ein Angriffspunkt, Digga? Monte Woodle, auch wenn ich dich mag, du hast auch an dieser Stelle wieder falsch geschlussfolgert. Ich habe gesagt, dass diese Hemmschwelle, sich ein Produkt für 45 Euro zu kaufen, hoch ist. Wenn du mir schon mit diesem Red Bull-Vergleich und so kommst, dann biete mir doch erstmal eine Probepackung von Gamers Only an. Die dürfen auch meinetwegen teurer als 1 Euro pro Portion sein. Aber Fakt ist, dass ich ja bei dir, bei deinem Gamers Only-Produkt da, muss ich ja erstmal daherkommen und 45 Euro ausgeben. So, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Ah, ausführlicher. Ich will jetzt alles im Form von Dreisatz aufschreiben. 80 Portionen kosten ja 45 Euro und eine Portion kostet ja 56 Cent. Ganz einfach mit Dreisatz, würden wir so machen. Wir würden die 80 hier geteilt durch 80 machen und erhalten ja dann eine Portion. Und hier würden wir die 45 ebenfalls durch 80 teilen und erhalten ja dann den Preis dafür. APK, Alter. Seite steht pro Portion 56 Cent. Und das Krasse ist ja, wenn man jetzt den Mr. Crunch spielen möchte und möchte richtig sparen und hier und so. Eigentlich, Monte, Bruder, der sagt ehrlich, das ist jetzt richtiger Huren, dass ich das sage. Aber wenn ich jetzt diese 56 Cent, die auf der Seite stehen, mal 80 rechne, erhalte ich 44,80 Euro. Wir wurden also, glaube ich, um 20 Cent gerissen. Da steht ja, für eine Portion brauchst du so und so viel Menge, ne? Das könnte auch sein, dass das gar nicht für 80 Portionen reicht. Es kann ja sein, dass manche mal ein bisschen mehr nehmen, ein bisschen weniger. Und vor allem so Suchtis, die viel Energy Drinks trinken. Ich trinke ja auch ab und zu sogar, ich bin ehrlich. Für die wird das vielleicht gar nicht reichen. Und Monte, ausführlich genug, Bruder. Wenn du willst, dann... Oh, Digga. Ich hab auch seinen Mutter geflickt, aber komm auf meinen Nachhilfekanal. Fakt ist aber, dass ich bei Gamers Only keinen Energy Drink zum Preis von 56 Cent kaufen kann. Ich muss 45 Euro ausgeben für 80 Portionen von einer einzigen Sorte. Was, wenn mir das nicht schmeckt, dann gebe ich doch lieber runtergerechnet mehr aus, aber habe dafür eine breitere Auswahl an Energy Drinks. Sollte aber Gamers Only jemals so Probepackungen angeboten haben, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht, dann fällt natürlich dieser Kritikpunkt hier weg und ich heule auch nicht mehr so rum. Aber es geht mir einfach zusammengefasst darum, dass ich halt 45 Euro für Produkte ausgebe, die ich vorher nicht mal testen konnte. Jetzt hier, wenn ich jetzt für 1 Euro so einen Haruita Energy Drink aus Lidl kaufe, der gar nicht schmeckt und so, dann kann ich noch Panam wegkippen. Mit bisschen Herzschmerzen. Aber bei so einem 45-Euro-Ding, wenn mir das nicht schmeckt, das sieht die Welt schon anders aus. Ey, und Monte, Bruder, bitte mach keinen Scheiß und lass mal zusammen ein paar Ladyboys ficken gehen. Ich meine das ernst, wir sind mit Lachkicke geheilt. ABK, ich schwöre, ABK ist einer der witzigsten Leute, die ich kenne. Ich schwör's, Leute, ich kenn's. Also, ich find ABK so funny.